Es ist Donnerstag, der 6. Februar, es ist kurz vor 13 Uhr. Gestern, eine halbe Stunde weiter, ist Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden. Das hat für großen Aufruhr gesorgt. Wir haben uns jetzt verabredet mit dem Vorsitzenden des Kreisverbandes der FDP hier in Gotha, mit Christian Döbel, und wollen ihn fragen, wie das zustande kommen konnte. Herr Döbel, der Kreisverband der FDP hat, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, am vorigen Freitag über die Pläne gesprochen, die im Landtag passieren sollten. Können Sie uns noch mal sagen, was da miteinander beredet worden ist? Es ist beredet worden und es ist auch beschlossen worden, dass wir auf keinen Fall einen AfD-Kandidaten ins Amt helfen werden. Es ist auch beschlossen worden, dass wir eine Kandidatur von Thomas Kemmerich im Falle, dass er sich aufstellt, nicht unterstützen werden. Nun sind die Dinge ja ein bisschen anders geworden. Nun hat sich Kemmerich im dritten Wahlgang dann aufstellen lassen. Er hatte im Vorfeld gesagt, dass das dazu dient, einen AfD-Kandidaten zu vermeiden. Dann sind die Stimmen ausgezählt worden. Dann waren es 45 Stimmen. Und Kemmerich ist mit den Stimmen der AfD gewählt worden. Ihre Reaktion darauf gestern? Ja, es ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Natürlich, ich habe mich bis gestern immer gefreut, in der FDP mitzuarbeiten, seit 12 Jahren, aber seit gestern ist wirklich alles anders geworden. Ich persönlich denke, er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen zum Ministerpräsidenten, in dem Moment, wo klar war, dass er mit den AfD-Stimmen gewählt wurde und dass es auch ein taktisches Manöver der AfD war, ihn ins Amt zu bringen. Das ist ja gestern Abend ganz deutlich geworden. Herr Möller von der AfD hat ja gegenüber der ARD genau das gesagt, dass er sich freut darüber, dass ihr Coup gelungen ist und man Kemmerich vorgeführt hat. Ich verstehe an der ganzen Sache dann bei so einem klaren Wort eigentlich Ihren Landesvorsitzenden nicht, der immer noch im Amt ist. Wie geht das? Das frage ich mich auch. Ich persönlich habe ja sehr viele emotionale Angriffe bekommen heute. Auch gestern kann mich auch reinversetzen in die Lage der Leute. Ich bin sehr enttäuscht über diese ganze Entwicklung, wie sie zurzeit läuft. Und weiß auch nicht, wofür wir im Moment auch hier für die Kommunalpolitik streiten, weil das ist unsere Hausnummer. Das, was in Erfurt passiert wird, das erfahre ich genauso aus der Zeitung wie alle anderen auch. Da habe ich nicht mehr oder nicht weniger Informationen. Und ja, kann nur hoffen, dass es für Thüringen am Ende gut ausgeht. Wolfgang Kubicki hat gestern noch ganz vehement dagegen gesprochen, dass Kemmerich zurücktreten soll. Jetzt heißt es über die Nachrichtenagenturen, er ist genau dafür. Wie weiter? Ich bin ratlos. Zurzeit ist Christian Lindner in Erfurt, so habe ich es vorhin zumindest gehört. Ich bin einfach gespannt, was jetzt passieren wird. Ich selber könnte mir nicht vorstellen, mit den Stimmen der AfD in irgendein Amt gewählt zu werden. Aber wie jetzt der Herr Kemmerich und der Parteivorstand vor allem darauf reagieren, da bin ich sehr gespannt.